Herzlich willkommen zum Spielbericht von Starfinder. Ich bin Damon und ich erzähle euch heute, was wir in unserer zweiten Session im Zwischenfall auf der Absalom-Station erlebt haben. Ja, das Abenteuer hat damit begonnen, dass wir zu Mama Specks Bodega marschiert sind. Wir haben ein bisschen vorgespult bis zum Abend und waren voller Tatendrang, ob unsere Anstrengungen des vorherigen Tags Früchte getragen haben und wir nun einen Auftrag von Mama Specks erhalten. Ja, wir sind in das Lebensmittelgeschäft mit angeschlossener Fleischerei reingegangen, wurden freundlich in einen Hinterraum geleitet. Ich habe es mir sehr schön vorgestellt, durch das Schlachthaus hindurch, also durch die hängenden Tierhälften und durch das Kühlhaus etc. Also schon ein sehr geiles Setting für so ein verwegenes Treffen im Untergrund. Wir wurden letztendlich in ein Hinterzimmer gebracht, wo drei Leute rumstanden. Zwei Menschen, die wir nicht näher kennengelernt haben, und ein Isoki namens Jabaxa. Jabaxa hat sich, ich habe es mir leider nicht notiert, als Chef, zumindest als Unterchef, der 21er vorgestellt. Wir waren also richtig. Und der war wohl schon ein relativ großes Tier, das ist wichtig für gleich. Mama Specks hat den Raum verlassen und die Tür abgeschlossen, was natürlich dann so ein leicht mulmiges Gefühl hinterlässt. Und Jabaxa hat uns direkt angefangen zu befragen, was wir von ihm wollen. Wir haben es zuerst versucht mit der Geschichte, dass wir uns einen Auftrag erhoffen von den 21ern. Das hat Jabaxa ziemlich wüst und direkt abgelehnt. Also es gab keine Aufträge für uns. Er hat ein bisschen weiter gefragt und wir haben ein bisschen rumgedruckst. Letztendlich sind wir auf die Schießerei zu sprechen gekommen. Unsere Szene am Anfang, unsere erste Szene auf der Absalom-Station. Ja, der hat uns dann wohl mehr oder weniger erkannt als Teilnehmer der Schießerei und wir haben ihn dann nach einigem weiteren Rumdrucksen nach den Hintergründen der Schießerei gefragt. Jabaxa hat uns dann bereitwillig Auskunft gegeben, nämlich, dass die 21er überhaupt nicht genau wussten, worum es ging und dass sie die Schattenfürsten an einem Vorhaben hindern wollen. Wir erinnern uns, die Schattenfürsten sind die Widersacher der 21er. Jabaxa hat uns, ich würde sagen, glaubhaft versichert, dass sie wirklich nicht wussten, was genau die Schattenfürsten machen wollten. Die 21er hatten nur irgendwelche Informationen. Und wir haben die wichtige Information erhalten, dass die 21er vom Schwerstarbeiterkollektiv angeheuert wurden. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil das Schwerstarbeiterkollektiv bisher nicht in Erscheinung trat. Der hat uns auch noch bereitwillig und nett, dieser zumindest Unterboss der 21er, erklärt, wer das Schwerstarbeiterkollektiv ist. Nämlich eine Sippe sturer Asteroidenbergarbeiter, die sich in der Galaxie verdient machen, indem sie Asteroiden verarbeiten, bearbeiten, wie auch immer. Wir haben zusätzlich noch erfahren, dass es eine weitere Fraktion gibt, Astralbergbau. Bergbaukonzern, der in allen Paktwelten vertreten ist und man weiß wohl, dass der auch Kriminelle anheuert. Der Astralbergbau hat die Schattenfürsten wohl angeheuert, gegen das Schwerstarbeiterkollektiv zu agieren, wobei die 21er das Schwerstarbeiterkollektiv beschützen. Das ist jetzt nicht ganz einfach und war eine wirklich spannende Information. Wir haben noch die Information erhalten, dass die Anführerin der Schattenfürsten eine Barbarin namens Ferani Mardas ist und dass die Schattenfürsten im Nachtclub Fusionskönigin residieren und der hat uns auch noch direkt die Adresse gegeben. Um aus dieser Szene dann herauszukommen, mussten wir uns nur freundlich verabschieden und an der Tür klopfen. Dann hat Mama Specks nämlich die Tür wieder geöffnet. So, und jetzt kommen wir zur Bewertung der Szene. Der Sinn der Szene ist auf jeden Fall gegeben. Der ist sehr gut gemacht. Es war an der Zeit, dass wir da ein paar Informationen kriegen, dass wir irgendwie weiterkommen, dass wir eine Spur finden. Also, dass da so eine Informationsszene kommt, ist richtig gut an der Stelle. Finde ich aus Spielersicht sehr nachvollziehbar. Wenn wir jetzt allerdings uns überlegen, dass dieser Jabaxa in irgendeiner Form ein Kopf der 21er ist, also mindestens ein Unterboss, der nimmt sich die Zeit, stellt sich dahin und beantwortet uns, von denen er weiß, dass wir vorhin in eine Schießerei mit denen geraten sind oder mit seinen Leuten, bereitwillig unsere Fragen. Ich verstehe die Szene nicht. Die Szene wirkt an und für sich völlig dahingestellt. Ich kann auch nicht verstehen, wie man als Autor so eine Szene schreiben kann. Wenn ich es geschrieben hätte, dann hätte es einen Mini-Auftrag gegeben. Wir haben danach geschrien quasi. Wir wollten einen Auftrag haben, um uns würdig zu zeigen, das war schon unser Plot. Und der ist tausendmal besser und nachvollziehbarer, aus meiner Sicht zumindest, als dass sich da der Boss oder Unterboss der 21er dieser gefürchteten, berühmt-berüchtigten kriminellen Organisation auf der Absalom-Station sich da hinstellt und sich von uns ausfragen lässt. Der wollte kein Geld haben, der wollte keinen Auftrag erledigt haben, der wollte nichts haben. Also an der Stelle muss ich echt sagen, Herr Starfinder, das Abenteuer macht Spaß bisher, aber überleg dir nochmal, wie die Szenen
aufgebaut sind. Da hätte man definitiv mehr draus machen können. Also der Sinn der Szene absolut sehr gut an dieser Stelle. Die Ausarbeitung der Szene und die Spannungskurve dazu absolut unterirdisch. Und das Schlimme ist ja, das ist ein gekauftes Abenteuer. Das heißt, wann kaufe ich mein Abenteuer, wenn ich es nicht selber vorbereiten will, wenn ich nicht selber schreiben will und auch wenn ich mich in der Welt nicht so gut auskenne. Das heißt, ich möchte mich darauf verlassen können, dass das ein schönes Abenteuer ist. Und da würde ich jetzt auch an der Stelle nicht vom Game Master Zulu Hamulu in dem Fall erwarten, dass er da einen Mini-Auftrag improvisiert. Das muss eigentlich im Abenteuer vorgegeben sein. Wir sind nach der Szene zum Hotel zurückgegangen, Hotel Schäfermond, das uns ja schon bei unserer Ankunft empfohlen wurde. Dann haben wir uns ein bisschen Sandbox-mäßig beschäftigt, sind zu den Sternkundschaftern, konnten Chiskis allerdings nicht antreffen. Die Gefährten wollten sich neue Klamotten zur Tarnung kaufen, das haben wir getan. Und wir sind letztendlich zum Nachtclub Fusionskönigin gegangen, dem Hauptquartier der Schattenfürsten. Ja, der Kollege hat gerade versucht reinzukommen, da ging es auch schon los. Die zwei Türsteher, die davor standen, haben ihn angegriffen, ohne zunächst ersichtlichen Grund. Die Schattenfürsten, also die Türsteher des Nachtclubs Fusionskönigin, haben dann auch im Laufe des Kampfes unseren Gefährten Ghost getötet. Ja, mögen seine Götter seiner Seele gnädig sein an dieser Stelle. Ich habe diese Szene nicht verstanden zunächst, ich komme da aber gleich zu. Wir sind geflüchtet, haben uns erstmal unsere Wunden geleckt, im Hotel ausgeschlafen, ich war auch kurz vor Tod. Als wir am nächsten Morgen von Liz besucht wurden. Liz ist die neue Gefährtin, die dann statt dem Ghost ins Rennen geht, wurde uns von den Sternsuchern zur Seite gestellt. Und wir sind wieder in den Nachtclub. Ich habe gesagt, diesmal gehe ich vor, wenn was schief geht, dann stehe ich vorne. Man muss das Risiko ja aufteilen. Es standen wieder die zwei Türsteher da und die Türsteher haben mich durchsucht und meine Waffe gefunden. Das ist dann der Grund, weshalb der Kampf beim ersten Mal losging und das war auch der Grund, weshalb der Kampf beim zweiten Mal losging. Zulu Hamulu hat es sogar vorgelesen, dann im Original, weil die Stimmung da ein bisschen gekippt ist. Keiner der Spieler hat diese Szene verstanden oder warum dieser Türsteher da jetzt so aggressiv zu Rate gehen. Er hat es vorgelesen und in dem Abenteuer stand tatsächlich, dass wenn die Türsteher eine Waffe finden, dass sie dann ihre Waffen ziehen und direkt anfangen, ja, los zu prügeln, los zu schießen. Die hatten Knüppel und Schusseisen. An der Stelle muss ich das Abenteuer wieder scharf kritisieren. Kann eigentlich nicht sein. Da sollte ein Abenteuer mehr Möglichkeiten lassen. Oder zumindest, wenn es schon auf die Möglichkeiten eingeht, was ja wiederum gut ist, für Leute, die sich im Setting oder im Meistern generell nicht so auskennen, dann sollte es mehrere Möglichkeiten geben, die Situation friedlich zu Ende zu bringen. Und dass die Türsteher vor der Disco oder vor dem Nachtclub da einfach ihre Waffen ziehen und anfangen rumzuballern, ja, ich weiß nicht. Okay, ist eine Untergrundorganisation, die haben da in dem Viertel definitiv die Macht, die können sogar in dem Viertel höchstwahrscheinlich tun und lassen, was sie wollen. Ja, aber muss man das so ausnutzen? Also da gibt es höchstwahrscheinlich noch andere Gäste vor dem Nachtclub, in dem Nachtclub. Also selbst wenn ich Gangsterkönig wäre, ich würde meinen Türstehern sagen, Jungs, ballert nicht unnötig rum und eine Waffe zu finden, die noch nicht mal von einem Charakter gezogen wird, lässt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, das rollenspielerisch friedlich zu lösen und die Spieler in den Nachtclub reingehen zu lassen, gegebenenfalls ohne Waffe. Wir wären dazu bereit gewesen, die Türsteher nicht. Wir haben die Türsteher letztendlich getötet. Da wir dann nicht mit getöteten Türstehern in die Disco, in den Nachtclub rein wollten, das wäre auffällig und scheiße gewesen, haben wir gedacht, wir fliehen jetzt wieder zum Hotel. Racken nochmal, weil wir wieder ziemlich tot waren und kommen am nächsten Tag verkleidet wieder, ohne Waffen, weil wir dann höchstwahrscheinlich einfach in diesen scheiß Nachtclub reinkommen können. Das haben wir getan, wir haben uns regeneriert, wir haben geschlafen und wir sind am nächsten Tag zum Nachtclub zurück. Da gab es neue Türsteher, die haben uns aber erkannt, also sind wir geflüchtet. Als nächstes sind wir zum Astralbergbau gegangen. Da hat man uns aber wiederum harsch abgewiesen. Sehr schade an der Stelle, nachdem die Spur gelegt worden ist. Der Astralbergbau hat ein Hauptquartier in der Nähe. Im Gegensatz zum Schwerstarbeiterkollektiv, die sind wohl schwerer zu finden. Ja, man hat uns einfach abgewiesen. Und wir sind letztendlich dann aus purer Langeweile zum Nachtclub zurück. Liz ist reingekommen in den Nachtclub. Das heißt, einer der Gefährten ist jetzt schon drin, kann da Nachforschung anstellen. Ellie und ich haben erstmal draußen gewartet und wir werden jetzt beim nächsten Mal versuchen reinzugehen. Ja, das war's zum zweiten Spielabend. Gesamtfazit, Abenteuer ist echt spannend, macht sehr, sehr vieles richtig, macht aber zwischendurch echt immer vermeidbare Fehler. Spielwelt ist auch sehr schön bisher,
Und letztendlich hat man die Probleme mit gekauften Abenteuern, die man hier bisher in zwei Szenen hatte, in gekauften Abenteuern anderer Hersteller natürlich auch, muss man ganz klar so sehen. Und da sind immer mal Szenen drin, wo man sich denkt, wie kommt die Szene jetzt da rein oder was soll hier jetzt genau passieren, warum passiert das? Unterm Strich habe ich also immer noch einen sehr positiven Gesamteindruck von Starfinder Zwischenfall auf der Absalom-Station. Wenn ihr das Abenteuer schon mal gemeistert habt, wenn ich einiges von meiner Kritik vielleicht aus Spielersicht falsch verstanden habe, wenn ihr es richtig stellen könnt, schreibt das dazu natürlich auch, wenn ihr das Abenteuer schon gespielt habt und die Sachen vielleicht anders erlebt habt, zu besseren Lösungen gekommen sind, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.